In der Avenue Marceau fegte der Nordwind mit stupidem Nachdruck aus jeder Querstraße. Von der höchsten Stelle der Avenue Pierre Première aus gesehen, bildeten die Champs-Élysées in der Tiefe ein Lichtertal. Sie wünschte sich sehnlichst, er möge auf den Gedanken kommen, hinunterzugehen. Dann könnte sie sich an jenen Lichtern wärmen, an den Menschen dort, dem Lärm, dem Verkehr, dem Luxus. Sie könnten in ein Café gehen und Musik hören. Sie könnte ihm ein Geschäft zeigen, wo es Complets für 390 Francs gab. Unglaublich schöne. Man sollte meinen, sie stammten von einem erstklassigen Schneider. Ach, Unsinn, unmöglich. Das sähe dann womöglich nach einer versteckten Bitte aus. Plötzlich, zum ersten Mal, wurde sie sich bewusst, dass er nicht daran gedacht hatte, ihr in einem der vielen Blumengeschäfte, an denen sie vorübergekommen waren, einen Strauß für ein paar Francs zu kaufen, obwohl sie vor dem Schaufenster des einen verweilt hatten. Nein, nicht einmal einen Veilchenstrauß. Und dabei hatte er ihr so überaus taktvoll erzählt, Veilchen habe er immer für seine kleinen Freundinnen gekauft. Übrigens hatte er ihr nie auch nur das Geringste geschenkt, außer Büchern. Oh, mit Büchern war er freigebig. Na ja, ich bin eben eine Intellektuelle, also. Sie kämpfte gegen die Bitterkeit an, die deswegen in ihr aufstieg und die sie für naiv und vulgär hielt. Aber Costal kehrte den Champs-Élysées, dem Land der Verheißung, den Rücken und bog abermals in eine der trostlosen Straßen ein, als mache ihm das Hin- und Hergelaufe Spaß, das wie das eines Tieres im Käfig war, diese katholische, albtraumhafte Flucht, der vor einer legendären Verdammnis vergleichbar. Fast gedankenlos, mit Schenkeln, die vor Müdigkeit schmerzten, sich ein Tröpfchen von der Nase wischend, ganz sicher ist sie rot, sich auf die Lippen beißend, von denen sie meinte, dass Kälte und Kummer sie wahrscheinlich blutlos gemacht hätten, und zu allem Überfluss noch mit dem dringlichen Verlangen, ein kleines Bedürfnis zu erledigen, hörte sie ihn hochtrabend. Ja, hochtrabend war das Wort, das ihr einfiel, so müde war sie seiner Reden. Nach ihrer Theorie wäre also das herrliche Königreich der Freundschaft zwischen Mann und Frau verbotenes Land. Die Frau bliebe eingepfercht in dem Bezirk Herz und Sinne, außerstande zum Aufstieg in eine edlere, subtilere Welt. Und schließlich durfte der Mann aus Furcht, sie zu enttäuschen, keinerlei gesellschaftliche Beziehungen zu denjenigen unter den jungen Frauen unterhalten, die er nicht legitim oder illegitim für sein Bett auserkoren hat, was also letztlich bedeutet, mit der überwältigenden Mehrzahl der Frauen. Er müsste mit niedergeschlagenen Augen wie ein Priesterzögling an ihnen vorbeilaufen. Noli me tangere, meine Damen. Denn sie könnten sonst vielleicht glauben, ich liebte sie. Und das liegt mir 1000 Meilen fern, ohne dass ich sie damit kränken möchte. Oder wie die jungen Kabylen. Ein Kabyle hat mir erzählt, wenn die jungen Burschen in seinem Dorf 15 wären und nicht verheiratet seien, würden sie von ihren Eltern nach Algier geschickt, damit sie nicht durch ihr bloßes Vorhandensein unter den jungen Mädchen des Dorfes Verwirrung stifteten. Und kämen sie dann für ein paar Tage wieder ins Dorf, zu einem Begräbnis, einer Hochzeit oder dem Aidfest, so müssten sie, wo auch immer sie gingen und ständen, laut vor sich hin sagen: Treck, 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 damit die Mädchen es hörten und sich versteckten. Eine solche Versuchung stelle für sie ein junger Mann dar. In Zukunft werde auch ich treck, treck, treck sagen, damit die Mädchen auf der Hut sind. Oder ich schaffe mir lieber noch eine Klapper an, wie die Aussätzigen. Er äußerte noch etwas recht Peinliches und Schmerzliches. Die jungen Mädchen sind wie herrenlose Hunde, denen man keinen freundlichen Blick zuwerfen darf, ohne dass sie glauben, man habe sie gerufen, man wolle sie mitnehmen, und dann kommen sie wedelnd an und legen einem die Vorderpfoten auf die Hose.
An diesem Thema häkelte er weiter. Wie stets, wenn er mit ihm gleichgültigen Menschen beisammen war oder wenn er ihnen schrieb, sagte er so ungefähr alles, was ihm gerade durch den Kopf ging. Dieser Eigentümlichkeit war sich André im Verlauf ihrer Beziehungen nie bewusst geworden. So wie für die Matadore nichts existiert, was ihnen in anderen Plazas als den Spaniens widerfährt, Erfolge wie Fehlschläge, so schenkte Costal als zum Schriftsteller geboren nur einem seiner Ausdrucksmittel volle Aufmerksamkeit, nämlich dem Buch. Gespräche, Briefwechsel, darin ließ er sich gehen, das waren seine Entspannungen. Da sagte er irgendetwas Beliebiges. Das hatte in seinen Augen keinerlei Bedeutung. Plötzlich hielt er jäh inne. »Verstehen Sie eigentlich, was ich Ihnen sage?« »Gewiss.« »Ich verstehe nicht das Mindeste davon. Schon seit einer ganzen Zeit rede ich völlig sinnloses Zeug, nichts als Phrasen. Wenn Sie das nicht merken, warum rede ich dann überhaupt mit Ihnen?« »Also kurz und gut«, schloss er, »wenn es Ihrer Ansicht nach meine Pflicht gewesen wäre, es zum Bruch kommen zu lassen, und ich diesen Bruch bereits viel zu lange aufgeschoben habe, so ist alles ganz einfach. Ich kann Ihnen nicht geben, was Sie von mir erwarten. Darum wollen wir den Schlussstrich unter unsere Bekanntschaft ziehen.« »Nein, nein«, rief sie, indem sie aus den Tiefen ihrer Stumpfheit aufschnellte. »Jetzt haben Sie kein Recht mehr, mich sitzen zu lassen.« »Aber es ist doch auch nicht Ihr Ernst, nicht wahr?« »Kein Recht mehr«, dachte er. »Na ja, ich habe es ja stets gesagt, das Schwierige bei der Wohltätigkeit ist, dass man immer damit fortfahren muss.« Als habe sich ihr mitgeteilt, was er dachte, sprach sie weiter. »Lieben verpflichtet, Gutes tun verpflichtet. Man hat kein Recht, einen Menschen auf die gleiche Weise zu lieben, wie man Almosen gibt, ohne den Wunsch, an seinem Leben teilzuhaben.« »Dann wollen wir also alles so lassen, wie es ist. Nur stöhnen Sie in Zukunft nicht mehr darüber. Schließlich wollen Sie es so.« »Ich werde in Zukunft über nichts mehr stöhnen. Ich verspreche es Ihnen feierlich. Ich will nur noch eins, Sie nicht verlieren.« »Der Schlüssel zu allem. Wissen Sie, was das ist?« fragte sie und setzte ihm damit die Pistole auf die Brust. »Die Tatsache, dass Sie ein Mann sind, der immer andere hat sitzen lassen und nie sitzen gelassen worden ist, das merkt man.« »Das stimmt gar nicht. Ich bin zweimal sitzen gelassen worden. Und noch dazu auf eine recht blöde Weise.« »Und? Ist Ihnen das schmerzlich gewesen?« »Nein. Ich habe es ganz natürlich gefunden. Was ist berechtigter, als dass man von jemandem genug hat? Ich habe das allzu oft selber erlebt, um es bei anderen nicht zu verstehen. Wenn ich sehe, dass eine Frau, mit der ich monatelang intim verkehrt habe, mich von heute auf morgen aus ihrem Dasein streicht und nur danach verlangt, nichts mehr mit mir zu tun zu haben, so erkenne ich in ihr mein Spiegelbild.« Sie blieb stumm, wie vor den Kopf geschlagen. Er jedoch sagte: »Den Teufel auch. Ich muss mich jetzt verabschieden. Es ist 7:50 und auf 8 habe ich eine Einladung zum Abendessen.« »Sehen wir uns wieder?« fragte sie. Sie war außerstande, weiterzusprechen, etwas anderes als banale Redensarten zu sagen. Sie war völlig am Ende. »Natürlich. Ich lasse von mir hören.« »Lassen Sie mich nicht gar zu lange warten. Wenn ich Ihnen schreibe, antworten Sie womöglich nicht. Nicht einmal Ihre Telefonnummer haben Sie mir geben wollen.«
Ich hatte geglaubt, Sie dürften jetzt nicht mehr stöhnen. Entschuldigen Sie. Auch wenn ich Ihnen meine Telefonnummer gegeben hätte, wäre nichts für Sie dabei herausgekommen, weil der Apparat ein für allemal ausgeschaltet ist. Das Schweigen des unendlichen Raumes beruhigt mich. Und wissen Sie, wer mich zu dieser Maßnahme gezwungen hat, die natürlich ärgerlich für meine Freunde oder die Geschäftsleute ist, die mich sprechen müssen, und lästig für mich selber, der ich auf diese Weise Gefahr laufe, dieses und jenes zu versäumen, das für mich von Bedeutung sein könnte? Die Frauen. Einzig und allein die Frauen. Die Frauen im Allgemeinen mit ihren täglichen oder sogar zweimal täglichen Anrufen, von denen jeder eine Viertelstunde dauert und bei denen stets kein vernünftiges Wort gesprochen wird. Und eine besondere Kategorie von Frauen, die fürchterlichste von allen, die, die mich lieben und die ich nicht liebe. Ergebnis? Ich bekomme jeden Tag drei Rohrpostbriefe von Frauen, selbstverständlich nichtssagende. Und nichts lässt einen so aus der Haut fahren, als mit Briefen von Leuten erschlagen zu werden, die man nicht liebt, wenn man mit jeder Post einen Brief von jemandem erwartet, den man liebt. Also, Fräulein Akbo, auf Wiedersehen, erkälten Sie sich nicht. Er hatte mit ihr in einem Ton gesprochen, der sie so hatte erstarren lassen, dass ihr war, als müsse sie ohnmächtig werden. Mechanisch hielt sie ihm die Hand hin. In ihr war alles tot. Sie ging weg. Er rief ihr nach. Hallo! Sie blieb stehen. Er war zu ihr getreten. Wellen von Anständigkeit und Durchtriebenheit, von Ernst und Spott glitten nacheinander unaufhörlich über sein Gesicht. Und tatsächlich fühlte er sich ja auch aufgeräumter als sie, wie ein böser Hund, der um ein Lamm herumspringt und diese Neckerei weidlich auskostet. Bin ich nun eigentlich ein Schwein? Ich weiß es nicht. Lassen Sie mich. Lassen Sie mich. Auf Wiedersehen. Er machte, dass er wegkam, und nach ein paar Schritten steckte er sich eine Zigarette an. Er fühlte sich um 10 Jahre verjüngt, seit sie nicht mehr neben ihm war. Eine Frau, die wegging, die ihn allein ließ, bedeutete für ihn 10 wiedergewonnene Jahre, wenn er sie nicht liebte. 1 oder 2 Jahre, wenn er sie liebte. André tat kein Auge zu. Sie wälzte sich im Bett nach rechts. Ihre Niedergeschlagenheit rollte nach rechts, nach links, und ihre Niedergeschlagenheit rollte nach links, als habe sie in ihrem Körper eine Kugel. Es drängte sie, immerfort die Beine anders hinzulegen, die sie von dem Gewaltmarsch am Abend noch immer schmerzten. Die zu schmale Bettdecke steigerte ihr Elend noch. Fortwährend lag sie bloß und spürte, oder glaubte es wenigstens, dass sie sich erkältete. Am Morgen schluchzte sie von 7 bis 7:25 Uhr. Er war diesmal gleichzeitig so freundlich und so grausam gewesen. Um jeden Preis musste sie herausbekommen, wie er zu ihr stand. Sie schickte ihm einen Rohrpostbrief, in dem sie ihm schrieb, sie habe von 6 bis 8 ununterbrochen geweint und ihn beschwor, er möge sie um 12 im Hotel anrufen. Bei der Bezahlung des Portos legte sie ein 2-Franc-Stück hin und ließ den Rest dem Postbeamten, der ein paar spöttische Worte über verlassene Frauen vor sich hin brummte. Costal rief nicht an. Der Rohrpostbrief hatte ihn geärgert. Der bloße Anblick von Andres Handschrift brachte ihn außer sich. Sie bedeutet mir nichts, ich bin ihr nichts schuldig. 50 Mal habe ich mich mit ihr befasst. In einem Fort lade ich sie zum Abendessen ein und widme ihr 2,5 Lebensstunden. Jawohl, 2,5 Stunden.
Ich zerbreche mir den Kopf, wie ich ohne ihr weh zu tun aus der lächerlichen Situation herauskomme, in die ich nur durch sie geraten bin. Und jetzt bombardiert sie mich mit Rohrpostbriefen, schluchzenden Rohrpostbriefen. Als müsste ich alle 2 Tage 3 Stunden hintereinander mit ihr beisammen sein. Nun, diesmal sage ich nein. Um 12 schickte er ihr einen Rohrpostbrief. Er habe nach Besançon zu einem kranken Onkel reisen müssen. Er werde ihr schreiben, wenn er zurück sei. André saß und wartete in ihrem Zimmer im 6. Stock des schäbigen Hotels. Sie hatte in einem halben Dutzend Hotels nach den Zimmerpreisen gefragt, ehe sie in diesem geblieben war. Wo der eiskalte Wind durch die Fenster blies, wo der Nachtschrank stank, wo sie in einem Schubfach alte, fleckige Wattebäusche gefunden hatte. Sie saß auf dem einzigen Stuhl an einem mageren Holzfeuer, den Mantel um die Schultern gehängt. Niemals hätte sie es für möglich gehalten, dass in ihre tiefe innere Not sich eine solche Bangigkeit mischen könne. Wüsste sie doch wenigstens, was er dachte, du lieber Gott. Sie ahnte, dass sie ihn durch ihren Rohrpostbrief geärgert hatte. Dabei hätte sie es nicht über sich gebracht, ihn nicht zu schreiben. Wie bei einer falsch eingestellten Waage sank ihr Denken von Minute zu Minute bald nach der einen, bald nach der anderen Seite. Bald hieß es, bei dieser entsetzlichen Kälte durch die unheimlichen Straßen gehen, immer und immer weiter, wie verdammte Seelen. Und dabei fiel ihr alles ein, was Costal gesagt hatte, und seine Worte waren wie Messer, die in einer Wunde umgedreht werden. Dann wieder glitt sie ins Gegenteil über. Sie verklärte, sie erfand, wo es nicht anders ging, von sich aus dazu. Jene Minuten sind für immer und ewig die einzigen glücklichen meines Lebens. Selbst wenn er spottete, war er so gütig, von so zärtlichem Ernst, vielleicht ohne sein Wissen. Er litt darunter, dass er keinen Sohn hat. Er erschloß sich. Es schien ihn danach zu verlangen, dass er bemitleidet werde. Wie rührend hat er gewirkt, als er von seiner Mutter erzählte. Ob er je mit einer anderen Frau über seine Mutter gesprochen hat? So wie sie meinte, Costal habe sich ihr erschlossen, während er doch lediglich um seinetwillen und für sich gesprochen hatte, nicht mehr und nicht weniger, als wenn er sich vor 50.000 Lesern prostituierte. Genau so bildete sie sich gutgläubig ein, er habe ihre Hand besonders lange festgehalten, während doch sie es gewesen war, die, als sie sich verabschiedeten, seine Hand ein bisschen länger in der ihren behalten hatte. Sie glaubte, seinen deutschen Offiziersschritt auf dem Asphalt hallen zu hören. Sie glaubte, ihn vor sich zu sehen, wie er lauschte, auf den Lippen das kaum wahrnehmbare Lächeln der Götter. Die Vorstellung, er habe mit einer Ehe mit ihr geliebäugelt, wenn auch vielleicht nur aufgrund eines Seitensprungs der Fantasie, dünkte sie jetzt weniger wahrscheinlich als tags zuvor. Und dennoch sagte sie sich: Ich weiß mich einer solchen Fügung unwürdig. Ich weiß alles, was uns trennt, und wenn es auch nur das Gesellschaftliche wäre. Ich bin weder romantisch noch irrsinnig. Es muss also etwas vorhanden sein, was für diese Möglichkeit gesprochen hat, so dass das, was ich mir nie und nimmer auch nur im Traum hätte einfallen lassen, mir als möglich erschienen ist. Sie kam dahin, sich stürmisch zu wünschen, sie beide möchten nochmals eines Abends durch die düsteren Straßen gehen, immer weiter gehen, bis sie um Gnade bettelte. Und was sie eine Minute zuvor als grausig und todtraurig angemutet hatte, an das klammerte sich jetzt all ihr Hoffen. Um 11:30 ging sie hinunter ins Hotelbüro und wartete auf den Telefonanruf. Ihr Blick hing an ihrer Armbanduhr, als sauge das Zifferblatt ihn an. Nichts.
Um eins ging sie wieder hinauf in ihr Zimmer, außerstande zu Mittag zu essen, und wartete noch immer. Sie war nur für einen Monat in Paris und wartete, dass er vergehe. Um zwei bekam sie Costals Rohrpostbrief und witterte seine Lüge. Sie ging zur Avenue Henri Martin und erkundigte sich zunächst beim Concierge. »Ist Monsieur Costal in Paris?« »Ja, Mademoiselle.« Aber oben in seiner Wohnung sagte der Diener, »Monsieur Costal ist in Besançon.« Am anderen Morgen ging sie nochmals in die Avenue Henri Martin. Sie wusste ganz genau, dass er da war, hielt aber die Ungewissheit nicht mehr aus. Sie brauchte eine Entscheidung, und sei sie noch so entsetzlich, um sich in einer Gewissheit auszuruhen oder um darin zu sterben. »Ist Monsieur Costal noch nicht zurück?« »Nein, Mademoiselle, wir wissen nicht, wann er wiederkommt.« Sie ging, sie irrte durch die Straßen, sie konnte sich nicht entschließen, aus der Stadtgegend wegzugehen. Überall spähte ihr Blick nach Costal aus. Sie sättigte sich an der bitteren Erkenntnis. Er dort, sie hier. Und die Tage gingen in einem Getrenntsein hin, das genau so wie das in Saint-Léonard war. Und morgen müsse sie nach Saint-Léonard zurück, und es sei eine lichtlose Rückkehr in eine Hölle der Einsamkeit und Verzweiflung. Dieses Herumlaufen, es war wohl ihre Bestimmung, in den Straßen herumzulaufen, diente weniger dem Ziel, Costal zu begegnen, als für sie eine Art Opium zu sein. Hätte sie untätig in ihrem Hotelzimmer gesessen, so hätte sie vielleicht einen Nervenzusammenbruch erlitten. Sie ging in eine Kirche, von der sie nicht wusste, wie sie hieß, blieb eine Stunde darin, halb zu Eis erstarrt, und sagte sich immer wieder, »Oh nein, Gott kann nicht so viel Leiden über uns verhängen wie ein Mensch.« Sie schrieb diesen Satz auf einen Zettel, den sie in ihrer Handtasche fand, kaufte für einen Sou einen Briefumschlag, schob das Blatt hinein und brachte ihn zu Costals Concierge. Eine Stunde lang ging sie vor dem Haus auf und ab. So hatte sie es immer gehalten, wenn sie in Paris und Costal verreist gewesen war. Sie war fast jeden Abend unter seinen Fenstern auf und ab gegangen, um zu sehen, ob sie erleuchtet waren. Sie wurde ganz blass, als sie einen Mann sah, den sie zunächst für Costal hielt. Einmal stand sie vor der Spiegelscheibe eines Ladens und erschrak ob ihrer Hässlichkeit. »Mein Gott, was hast du aus mir gemacht? Wer ist diese fremde Frau?« Als sie in der Kirche gewesen war, hatte sie weiter nicht an Gott gedacht. Sie begegnete einer Veilchenverkäuferin und kaufte ihr ein Sträußchen ab. »Ich will großherziger sein als er«, stieg in Costals Haus die Treppe hinauf und legte die Veilchen auf den Treppenabsatz, dicht vor die Wohnungstür. Erst unten, und also zu spät, wurde ihr bewusst, dass dieser Einfall ihr nur schaden könne, dass der Diener das Sträußchen finden und sich womöglich über sie lustig machen werde, und sie überlegte, ob sie es wieder wegnehmen solle. Aber dann hätte der Concierge sie innerhalb zweier Tage zum fünften Mal gesehen. Sie wagte es nicht. Bei einbrechender Dunkelheit ging sie durchfroren zur Metro. Welche Verlockung, ein Taxi zu nehmen. Für eine kurze Fahrstrecke hätte sie es getan, aber bis zu ihrem Hotel war es weit. Es hätte mindestens 12 Francs gekostet. Dass sie inmitten der Stürme ihres Innern plötzlich stocken und sich etwas ausrechnen musste, das war ihr Leben. In der Metro sahen alle Leute sie an. Traurigkeit fällt an einem auf wie ein Bekleidungsstück. Sie fühlte sich von Mitleid, Güte, Schwäche und Hingabeverlangen erfüllt. Sie bot ihren Platz, das war ein unbewusster Reflex, denn sie sah nichts,
einem alten Mann an, der hatte stehen müssen. Das Umsteigen vollführte sie in einem Zustand der Geistesabwesenheit, erschrocken über die labyrinthischen Gänge, das Wettrennen zu einer kleinen automatischen Tür hin, die sich einem vor der Nase schließt, einer, die mit einem umgeht wie mit einem Stück Vieh, als gehöre man einer Schweineherde an, die in einer amerikanischen Wurstfabrik maschinell sortiert wird. Beim Verlassen des Wagens glaubte sie ohnmächtig zu werden. Die namenlose Müdigkeit, die innere Anspannung, die schlaflose Nacht und überdies hatte sie nicht zu Mittag gegessen. Ihr war, als werde sie nur durch die Kraft ihrer Herzschläge aufrecht gehalten. Die Lider schmerzten sie. All ihre Unrast und ihre Verwirrung schienen sich in diesem Augenstechen zusammenzuballen. An der Theke einer kleinen Kneipe ließ sie sich einen Kaffee geben, trotz ihrer Angst, für eine Prostituierte gehalten zu werden. Die Theke war von Arbeitern umdrängt. Sie musste hinter ihnen stehen bleiben, zwischen zwei Männern hindurch den Arm ausstrecken, um ihr Glas zu bekommen. Doch das musste eben sein. Sie bildete sich ein, ohne diesen Kaffee könne sie sich nicht auf den Füßen halten. Plötzlich lächelte einer der Arbeiter sie an, und dieses Lächeln ließ ihre Qual hinsinken. Das dauerte nur einen Augenblick. Draußen schwoll die Qual von neuem an. Im Hotel merkte sie, dass ihr ein Flakon Parfüm für 40 Francs aus dem Zimmer gestohlen worden war. Jenes Parfüm war während der letzten Tage ihr einziger Trost gewesen. Sie hatte daran gerochen, wenn ihr gar zu jämmerlich zumute gewesen war. Sie erfuhr auch vom Kellner, dass sie für das Zimmer täglich 3 Francs mehr als die anderen Gäste bezahlen musste. Weil sie als elegante Dame auftrat, nicht wahr? Sie zog das Pech auf sich wie ein krankes Huhn, dem der ganze Geflügelhof mit Schnabelhieben zu Leibe geht. Leichten Herzens hätte sie innerhalb eines Tages 100 Francs ausgegeben, wenn sie glücklich gewesen wäre. In ihrem Unglück nun aber nagte es an ihr, Geld verbraucht oder verloren zu haben. Und in manchen Augenblicken sagte sie sich, sie müsse machen, dass sie aus Paris wegkomme, und sei es nur, um den Geldschwund zu hemmen. Sie weinte. Tränen der Ungewissheit, es war zu dumm. Als ob es nicht Zeit genug wäre, an dem Tage zu weinen, da alles vorbei war. Sie ging so weit, sich einzubilden, es sei nur eine Prüfung, die er ihr auferlege, eine etwas boshafte Neckerei, um sie morgen mit ebenso viel Freude zu blenden, wie er ihr Leid angetan hatte. Sie wandte auf ihn das Wort an, mit dem in Musset's Un Caprice Monsieur de Chavigny gekennzeichnet wird. Er ist boshaft, aber er ist nicht schlecht. Schließlich gewann sie ihrem Leid etwas Gutes ab. Diese Prüfung war etwas Entscheidendes. Sie wusste jetzt noch besser, wie sehr sie diesen Mann liebte und welcher Art, welchen Wertes ihre Liebe war, da sie eine solche Behandlung von ihm einfach über sich ergehen ließ. Denn trotz ihren schrecklichen Zweifeln an ihm hatte sie keine Sekunde lang nachtragenden Hass oder Zorn verspürt. Sie liebte ihn noch genauso, ohne es zu begreifen. Sie sagte sich auch, »Alles, was mir jetzt widerfahren kann, muss nach diesen letzten Tagen etwas Paradiesisches sein.« Trotz der bohrenden Kopfneuralgie, die seit 2 Tagen nicht von ihr gewichen war, gegen die alle Tabletten der Welt sich als machtlos erwiesen hatten, machte sie sich daran, ihm einen langen Brief zu schreiben, zu kritzeln, immer weiter zu kritzeln, auf dem so geduldigen Papier. Aber die Deckenlampe hing zu hoch und war zu schwach. Sie musste darauf verzichten. Am anderen Morgen, um 7:45, hörte Costal, wie es an seiner Wohnungstür klingelte. Der Diener kam immer erst um 8 herunter, und außerdem hatte er einen Schlüssel.
Kostal trat aus dem Badezimmer in die Diele, Seifenschaum auf den Backen. Hinter der Tür fragte er: Wer ist da? Ich. Wer ich? André. André kenne ich nicht. Er kannte sie nur zu gut, aber er wollte sie bestrafen. Herzukommen und 7:45 zu klingeln. Und dieser Zettel. Gott kann nicht so viel Leiden über uns verhängen wie ein Mensch. Und diese Blumen vor seiner Tür, wie vor einem Grabstein. So recht geeignet, ihn vor allen übrigen Hausbewohnern lächerlich zu machen. Er hatte sie sofort in den Abfalleimer geworfen, nachdem er sie zuvor in seiner Wut zerdrückt hatte. André Agbo. Ich kann ihn unmöglich aufmachen. Ich bin gestern Abend wiedergekommen, aber ich bin unrasiert. Was hat das schon zu sagen? Bitte, bitte machen Sie auf. Sie müssen sagen, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich würde Ihnen schon aufmachen, aber ich bin splitternackt. Sie wollen mich also nicht hereinlassen? In diesem Augenblick nicht. Ist das Ihr letztes Wort? Lassen Sie mich in Ruhe. Gut. Um 8:56 geht mein Zug nach Saint-Léonard. Sie brauchen keine Angst mehr vor mir zu haben. Machen Sie keinen Unsinn. Ich rufe Sie um 12 an. Ja, so wie neulich. Adieu. Die Schritte entfernten sich. Nach einer Weile machte er die Tür einen Spalt breit auf. Er überlegte, ob sie nicht vielleicht irgendwo im Treppenhaus hockte. Nein, es war niemand zu sehen. Aber vor der Tür fanden sich die frischen Spuren ihrer nassen Schuhe, die nach allen Richtungen hin und her liefen, wie die eines gehetzten Tieres, das in seiner Angst hier herumgetrappelt war. Um 11 tat er einen Seufzer und rief im Hotel an. Es wurde ihm gesagt, sie sei abgereist, nachdem sie ihre Rechnung bezahlt habe. Zunächst verspürte er große Erleichterung, danach Gewissensbisse. Sie hatte schließlich damit gerechnet, einen Monat in Paris zu verleben, und der hatte so herrlich für sie werden sollen. Als Romanautor hatte Costal zu sehr die Berufsgewohnheit, sich in andere Leute zu versetzen, um nicht sogleich nachzuempfinden, wie sie habe leiden müssen, und das ging ihm nahe. Er schrieb ihr: Liebes Fräulein Agbo, Ihre jähe Abreise ist mir ein Rätsel. Ich kann nicht einmal für die Dauer einer Sekunde glauben, es sei geschehen, weil ich sie nicht morgens um 7:30 empfangen habe. Meine Mutter hat mich eines Morgens einmal nicht zu sich gelassen. Ich war schmerzlich berührt, ich regte mich auf, wodurch mochte ich sie verstimmt haben. Als meine Mutter abends heimkehrt, lässt sie mich zu sich kommen, küsst mich, ist genauso zu mir wie immer. Aber sie will mir nicht sagen, warum mir am Morgen ihre Tür verschlossen geblieben ist. Erst Jahre danach hat sie es mir gestanden. Ihr Puder war zu Ende, und sie hatte mich nicht ungepudert empfangen wollen. Und dabei war ich erst 14. Als sie im Sterben lag, ordnete sie an, ich dürfe nach ihrem Tode erst ins Zimmer gelassen werden, nachdem ihr das Kinn hochgebunden worden sei. Nun, ich bin ihr Sohn. Sie werfen mir vor, ich hätte nicht genügend Selbstgefühl. Dabei fehlt es mir in gewissen Dingen schrecklich an Einfachheit. Heute Morgen hätten sie auf dem Treppenabsatz in Flammen herumhüpfen können, eines explodierten Spirituskochers wegen oder was weiß ich, und ich glaube, ich wäre ihnen nicht beigesprungen, weil ich eben unrasiert war. Beachten Sie übrigens, dass die Tatsache meines Nacktseins nicht das Mindeste mit der Geschichte zu tun hatte. Sicherlich wissen Sie, wie ein Mann aussieht.
Sie haben ja doch wohl Plastiken gesehen. Und außerdem war ich angezogen. Ihre unsinnige Abreise beraubt mich des Vergnügens, Sie in die Claude Monet-Ausstellung zu begleiten, wie ich es beabsichtigt hatte. Ich hatte mich bereits darauf gefreut. Herzlichst der Ihre. Wie sehr fand André ihn doch in diesem Briefe wieder, so wie er war. Freundlichkeiten, Scherze und selbst die kleine unanständige Pointe, über die sie lächelte, ohne verlegen zu werden, und wieder Anspielungen auf seine Mutter, die sie immer so rührten. Doch es tat ihr nicht leid, nach Saint-Léonard zurückgefahren zu sein. Sie ahnte, wäre sie in Paris geblieben, so würde er sie auch weiterhin gequält haben. Dieser Brief hingegen war gütig. Er machte auf geheimnisvolle Weise, ja wirklich ohne jeden Grund, ihre Qual zunichte. Da sie Costals Bücher in- und auswendig kannte, fiel ihr ein Satz aus einem ein: Sich entfernen bringt näher. Warum verstand er in seinen Büchern alles so gut und tat, als verstehe er es im wirklichen Leben nicht? Ein paar Tage nach diesem Geschehnis befand sich Costal eines Morgens in Cannes. Von der Villa aus war das Meer zu sehen, noch grau von abgezogenen Gewittern. Der Schriftsteller las Malebranche, La Recherche de la Vérité, die Suche nach der Wahrheit. Aus dem Nachbarzimmer klang eine junge, klare, trällernde Stimme herüber. Costal hob den Kopf. Wenn er seinen Sohn im Hause singen hörte, war ihm, als schwebe das Haus in den Lüften. Manchmal sangen Vater und Sohn jeder in einem anderen Stockwerk. Er hörte ein bisschen zu, dann konnte er nicht mehr anders. Er ging in das Zimmer des Jungen hinüber. Sobald er die Tür aufmachte, verstummte die Stimme. Der Junge tat, als schlafe er. Costal kannte diese Neckerei. Wie bei allen Jungen dieses Alters, der hier wurde in einem Vierteljahr 15, gingen Philipps Scherze und Uzereien schnell vorüber. Von einem zum anderen Tag waren sie für alle Zeit begraben. Doch solange sie dauerten, waren sie hartnäckig. Auch wenn Costal ihn nicht hätte singen hören, würde er gewusst haben, dass sein Sohn nicht schlief. Sein Gesicht war trocken, und wenn er schlief, schwitzte er immer. Mach die Augen auf, du Esel, sonst lasse ich dir meine Zigarettenasche aufs Gesicht fallen. Costal setzte sich auf den Bettrand und fuhr hoch. Er schlug die Decke zurück und fand ein Florett. Vor etwa 14 Tagen hatte Philipp die Fechtkunst entdeckt. Er war noch im ersten Feuer dieser Entdeckung. Er schlief mit seinem Florett, wie der neu ernannte Kardinal de Maillet nach Saint-Simon mit seinem Käppchen schlief. Als er wieder saß, nahm Costal die Hände seines Sohnes, die niemals ganz sauber waren, aber lange, gut geformte Finger hatten. Die jungen Knaben mit der großen, klaren Hand, hatte er eines Tages geschrieben, als er sich in Alexandrinern ergehen musste, und küsste sie. Der Sohn hatte ein sonnengebräuntes Gesicht und dunkles Haar. Vorn auf seinem Nachthemd paradierten Schokoladeflecken, die von verschiedenen Frühstücken herrührten. Er tat nach wie vor, als schlafe er. Man merkte sofort, dass er nur deshalb keine Flügel hatte, weil er es so wollte. Aber quitt der Pferdefuß. Rings um das Bett, auf dem Fußboden, wie Spucke um einen Araber, lag eine beträchtliche Anzahl von Münzen. Philipp ließ sich sein Taschengeld stets in dieser Form auszahlen, damit es in seiner Hosentasche klimperte. Aber warum denn nur? Um damit anzugeben zum Donnerwetter. Ein Kamm, kaputt. Ein Taschenspiegel, kaputt. Ein Füllfederhalter, kaputt. Eine Brieftasche, ein leeres Parfümfläschchen,
Alles, was in Eternum in jungen Taschen steckt und jedes Mal herauskollert, wenn sie sich hinlegen. Auch ein Vorlegeschloss fand sich, denn Philipp wollte nicht, dass seine Kaninchen geschlachtet wurden. Jedes Mal, wenn die Köchin ihnen das Futter brachte, musste der junge Herr geholt werden, der den Stall eigenhändig öffnete und wieder zuschloss. Jäh packte Philipp den Kopf seines Vaters, zog ihn zu sich nieder und küsste ihn. Dann hielt er ihn kräftig zwischen den Armen fest. Er war nämlich kein Junge mehr, der schmeichelt, sondern einer, der glaubt, er sei ein Meisterringer. Es gab ein ausgedehntes Fingergerangel. Dafür schwärmte er, da er überaus gelenkig war. Bei jeder Bemerkung Kostals, er werde dieses oder jenes zerbrechen, er ruiniere das Kopfkissen, antwortete Philipp: Nebensache. Das war jetzt seine gängige Redensart. Schließlich hatte Philipp seines Vaters Schultern unter den Knien, denn die Bettdecke war schon längst zum Teufel. Und in dieser Stellung bückte er sich und knabberte ihm an der Nase herum. Du tust mir weh, du Idiot! Er hat Wehwehchen. Oh, der schlappe Kerl, der schlappe Kerl! Und er machte ihm eine lange Nase. Endlich hörte die Toberei auf. Philipp war wieder unter die Decke gekrochen und vertiefte sich in Kri-Kri. Kostal lag auf der Decke und nahm seinen Malbranche wieder vor. Kostal hatte diesen Bastard mit 20 gezeugt. Die dazu auserwählte Mittlerin war eine Frau gewesen, die durch den Akt einen Ehebruch beging, so dass sie von vornherein keinen Anspruch auf das Kind hatte. Mit 6 Jahren war Philipp einer alten Freundin Kostals übergeben worden, Mademoiselle du Perron de l'Archon, einer etwa 50-jährigen Dame, die dem kleinen Jungen alle Vorteile der Mutterliebe ohne deren bedenkliche Schattenseiten bot. Da sie überdies Kostal wie einen Sohn liebte, war sie nie in ihn verliebt gewesen, was für die Festigkeit und Sauberkeit ihrer Zuneigung bürgte. Kostal hatte das alles auf diese Weise geordnet, weil es ihn skandalös dünkte, dass jemand außer ihm Rechte auf seinen Sohn geltend machen könnte. Außerdem war er überzeugt, dass der Einfluss, den Mütter im Allgemeinen auf ihre Kinder ausüben, abscheulich und schädlich sei. Eine Auffassung, die von einer beträchtlichen Zahl von Erziehern und Moralisten geteilt wird, die sie indessen nicht laut zu äußern wagen, aus Furcht gegen herkömmliche Ansichten zu verstoßen, die stets erlesen galant sind. Philipp lebte bald in Marseille, bald in Cannes. Kostal pflegte im Monat etwa 10 Tage mit ihm zu verbringen, weil er aus Erfahrung davon überzeugt war, ein nervöser Mensch könne kein Wesen lieben, mit dem er zusammen wohne oder das er auch nur täglich sehe. Die Maßnahme hatte sich 15 Jahre lang vollauf bewährt, was nichts beweist. Philipp, der seiner braunen Haut wegen Brunet genannt wurde, er seinerseits nannte seinen Vater Ladin, ohne dass sich eine vernünftige oder unvernünftige Erklärung für diesen Spitznamen hätte finden lassen, war, obwohl beinahe 15, körperlich noch recht kindlich, unentwickelt und seine Stimme hatte noch nicht mutiert. Auch sein Charakter war noch sehr kindlich und zugleich schrecklich durchtrieben und geweckt. Körperlich war er ein bisschen zurückgeblieben, aber in seiner Vorstellungswelt seinen Jahren weit voraus. Er war kein Heranwachsender, er war ein frühreifes Kind. Das ist etwas durchaus anderes. Als es ihm mit 9 Jahren in Paris einmal geschah, dass er kein Geld mehr für die Heimfahrt mit der Metro hatte, da hatte er einfach in den Höfen gesungen, bis er die 14 Sous zusammengebracht hatte. Als Philipp 11 gewesen war, hatte Costal, der gleichfalls nicht als Unschuldsengel auf die Welt gekommen war, Unschuldsengel übersehen dergleichen, entdeckt, dass der Junge ein Loch in Mademoiselle du Perrons Badezimmertür gebohrt hatte.
Er war kein rebellisches oder bösartiges Kind, nicht einmal ein täppisches. Täppisch nur aus Beschwingtheit, wie Kinder sind. Er war keins der Kinder, die man, wenn sie die Augen aufmachen, angstvoll daraufhin ansieht, ob sie gut oder schlecht aufgewacht sind, ob der Tag leidlich oder unerträglich wird. Er hatte es ein bisschen hinter den Ohren, aber er war ein anständiger Kerl. Er war nicht sauber, aber er war gesund. Er lief einen Zickzackkurs, aber wich nie vom Wege ab. Er war uneigennützig, gutherzig, intelligent, und seine Intelligenz stand mit beiden Füßen fest auf der Erde. Alle Bemühungen Kostals, ihm ein etwas enthusiastisches Weltbild, eine sozusagen philosophische Weltanschauung, beizubringen, waren gescheitert. Hinzu kam irgendetwas wie eine innere Ruhe, wie sie sich in jedem Jungen findet, der nicht sportlich veranlagt ist. Obwohl er auf den ersten Blick sehr nach kleinem Franzosen Typ 1927 anmutete, das heißt nach einem grässlichen Straßenlümmel, war er ganz und gar kein Straßenlümmel. Denn er war nie niederträchtig oder zu üblen Streichen aufgelegt. Er beging nie etwas Gemeines. Das sicherste Mittel, das Vertrauen und die Freundschaft eines jungen Menschen zu erlangen, ist, nicht sein Vater zu sein. Brunet indessen vertraute seinem Vater weit über das Übliche hinaus. Auch mit seinen Lügereien blieb er hinter dem Üblichen zurück. Kostal verstand seinen Sohn nicht immer, und das verdroß ihn bisweilen ein bisschen, womit gesagt werden soll, dass er sich über sich selbst ärgerte. Während er, wenn es sich um Frauen handelte, fast sofort mit Sicherheit sagen konnte, was aus dem Kasten springen würde, wie sie unter bestimmten Umständen reagierten, verhielt er sich zögernd, wenn es um Philipp ging. Das geschah vielleicht, weil die Regungen der Frauen etwas von Fabrikware haben, oder sagen wir lieber etwas Klassisches. In Frankreich gleichen die Frauen gar zu sehr einander. Alle sind auf die gleiche Art hübsch, kommen auf die gleiche Art in ein Zimmer, schreiben, lieben, verzanken sich auf die gleiche Art. Man mag sie noch so oft wechseln, man glaubt stets, es mit derselben zu tun zu haben, sagte der Fürst von Ligne. Vielleicht aber auch ganz einfach, weil das, was in ihnen vorging, ihm nicht zu verdienen schien, dass man sich Gedanken darüber machte. Sie kamen ihm sehr viel weniger geheimnisvoll vor als Männer, zumal in der Kindheit. In dieser Hinsicht bestanden keinerlei Vergleichsmöglichkeiten zwischen Jungen und Mädchen. Wer hat doch die grausame Behauptung aufgestellt? Vauvenargues oder Chamfort? Man müsse wählen, ob man die Frauen lieben oder verstehen wolle. Costal liebte sie und hatte nie versucht, sie zu verstehen. Er hatte sich nicht einmal gefragt, ob an ihnen überhaupt etwas zu verstehen sei. Ladin! Sohn Bart, lass mich meinen Malebranche lesen. Ach, auf diese Branche scheißen wir doch. Pass mal auf, diese Nacht habe ich einen hübschen Traum gehabt. Wovon hast du denn geträumt? Ich habe geträumt, ich esse Nudeln mit Tomaten. Und um mir das zu erzählen, störst du mich. Leibschmerzen bekommt man durch solch einen Jungen. Siehst du, nun schimpfst du wieder. Du behandelst mich als kleinen Jungen. Du selber machst einem Leibschmerzen, jawohl. Es spann sich ein neues Handgerangel an. Plötzlich, im heftigsten Kampfe, hielt Brunet inne, das Gesicht 10 Zentimeter vor dem des Vaters, und musterte ihn scharf. Ich sehe dich an. Ich hatte dein Gesicht vergessen. Gestern am Bahnhof habe ich mir überlegt, ob ich dich wiedererkennen würde, wenn du aus dem Zug stiegest. Glücklicherweise wusste ich noch, wie dein Mantel aussah. Er ist so grässlich. Ein Mantel für 1500 Francs. Tatsächlich, du hast keinen Geschmack. Ich muss wohl mitkommen, wenn du dir deine Klamotten kaufst.
Also vergisst auch er die Gesichter, dachte Kostal grüblerisch. Kostal vergaß stets die Gesichter seiner Freundinnen, seiner besten Freunde, er vergaß schlechthin alles. Wenn er auf solche Weise eine seiner Eigenheiten in seinem Sohn wiedergespiegelt erblickte, beruhigte ihn das etwas. Ach was, er ist ein anständiger Kerl und ich hab ihn lieb. Auf dieser Basis werden wir stets auskommen. Das war eine etwas vorschnelle Erwägung. Mittlerweile war Brunet noch immer dabei, seinen Vater anzuschauen. »Ich hab dich wirklich sehr gern, weißt du? Du bist ein feiner Kerl«, sagte er schließlich und küsste ihn. Auch Kostal küsste ihn, und zwar auf die Augen. Mehr aus dem Gefühl heraus, das müsse so sein, mehr aus geziemender Notwendigkeit, denn aus innerem Drang. Da sagte der Junge, »So also küsst du die Frauen? Zeig mir mal, wie du das machst.« »Psst, Söhnlein, Söhnlein, nun aber.« »Hast du mit 15 schon Frauen abgeküsst?« »Natürlich.« »Und ich? Ich habe Francine Finoum geküsst. Sie hat mir gesagt, küss mich mal, dann lade ich dich ins Kino ein. Und da habe ich sie eben geküsst.« »Wohin denn?« »Dahin.« Er tippte auf seine Backe. »Und, hat dir das Spaß gemacht?« Philippe warf seinem Vater einen Blick zu, als habe Kostal ihn durch die bloße Annahme, der Kuss könne ihm Spaß gemacht haben, tief beleidigt. »Na, hör mal!« »An dem Tage, da es dir Spaß macht, Francine Finoum zu küssen, lässt du es mich wissen, weil ich dir dann einiges zu sagen habe.« »Jede Wette, dass ich es dir sage. Übrigens sind wir verkracht. Sie hat 10 Francs von mir haben wollen. Da habe ich ihr eine runtergehauen.« »Sie lädt dich ins Kino ein und du willst ihr nicht mal 10 Francs geben? Gehört sich das?« »Nebensache.« Kostal suchte in seiner Tasche nach einer Zigarette und stieß auf ein Röllchen Pfefferminzpastillen. Es verging kaum eine Woche, ohne dass Brunet ihm eine Überraschung machte. Ein kleines Geschenk, in dem er dem Vater heimlich Bonbons, eine Packung Zigaretten und so weiter in die Tasche steckte. Kostal gab dem Jungen Feuer. Darauf folgte dann stets ein klassischer Scherz. Brunet blies rasch hintereinander ein paar Züge Rauch in Kostals Haar, der dann schnell des Sohnes Mütze aufsetzen musste. Wenn er sie wieder abnahm, rauchte ihm der Kopf. Das war der Hauptspaß, der jedes Mal wie neu wirkte. Der rauchende Schädel des Genies. »Armer Ladin, du verplemperst um meinetwillen deine Zeit.« »Ich verplempere nie meine Zeit, wenn ich mit dir beisammen bin.« Kostal hatte sich wieder auf dem Bett ausgestreckt. Er hatte die Suche nach der Wahrheit beiseite gelegt und las über die Schultern des Sohnes hinweg Cri-Cri. Alle paar Augenblicke lachte Philipp laut auf. Es schien ihm in seiner Haut nicht wohl zu sein, solange er keinen Grund zum Lachen gefunden hatte, und dabei war ihm jeder Grund recht. Dann warf er den Kopf weit zurück, auf dem Gipfelpunkt der Seligkeit, und seine blenden, weißen, kleinen, regelmäßigen Zähne, die an ein Katergebiss denken ließen, wirkten in seinem braunen Gesicht wie Schnee auf Bergeshöhen. Eine große Lauterkeit drückte sich in seinen Zügen aus. Während der Stunde, die sie beisammen waren, hatte er kaum für eine Sekunde zu lachen aufgehört. Er strahlte nur so vor Freundlichkeit und Wohlgelauntheit. Es war auf den ersten Blick zu sehen, dass diesem Jungen keine Eltern zur Last fielen. All das passte prächtig zu Kostals immerfort guter Laune, dem natürlichen Seelenzustand eines Mannes von Geist. Draußen auf der Freitreppe erschien ein Drahthaarfuchs, stieß ein dumpfes, billigendes Wuff aus und verschwand nach diesem Okay. Dieser Fuchs, der auf den Namen Harnas hörte, war im Hause die einzige Persönlichkeit von hoher moralischer Haltung.
Oft sah er mit strengem Blick zu, wie Kostal und sein Sohn Tollheiten trieben. Es war deutlich zu merken, dass er sie verurteilte. Das endete stets mit einem tiefen Seufzer. Danach steckte dann der Gerechte die Nase in sein Hinterteil und schlief weiter. Mehrmals wollte Kostal aufstehen, aber Brunet streckte die Arme nach ihm aus, reckte sie, wie eine Katze die Vorderpfoten reckt, und Kostal, der diese Geste kannte und sie rührend fand, beschied sich, dazubleiben. Nach einer Weile zerknüllte Brunet sein Krikri-Heft und warf es heftig weg, als sei er plötzlich entsetzt, dass ihm so etwas gefallen habe. Dann beugte er den Kopf und schmiegte ihn an die Brust des Vaters. Hinter seinem Spieltrieb bekundete sich stets ein Verlangen nach Nähe, nach enger Beziehung, und stets fand er einen Grund, dem Vater ganz nahe zu kommen, sei es bei dem Händegerangel, sei es, dass er ihn plötzlich umarmte und mit ihm Foxtrott tanzen wollte, sei es, dass er ihm auf den Rücken sprang. Und auf der Straße hakte er ihn stets unter. Und dann seine mädchenhafte Art zusammenzuzucken und den Kopf abzuwenden, wenn die Rede auf einen chirurgischen Eingriff kam, gleichgültig, ob es sich um etwas Hartes oder Grausames handelte, oder auch nur um das Anlegen des Pulsmessers am Handgelenk. Wenn Kostal auf solche Weise in unmittelbarer Berührung mit ihm war und die Liebebedürftigkeit des Jungen ihm nahe ging, glaubte er, das Mindeste, was er tun könne, sei, ihn nochmals zu küssen. Er sagte sich, er ist zauberhaft, er ist eine Schmeichelkatze, er riecht gut, die Weichheit seiner Haut ist eine Weichheit aus einer anderen Welt. Dabei empfinde ich ihm gegenüber nicht die gleiche Art von Zärtlichkeit, wie ich sie einer Frau entgegenbringe. Warum? Seltsam ist das. Die Sache war die, dass Kostal eine überströmende Zärtlichkeit nur für Wesen aufbringen konnte, die er begehrte. Er fand, Philipps Nasenwurzel, dicht unterhalb der Augen, sei zu breit. Wie bei Löwenjungen, wenn man will. Und dieser einzige kleine Zug, den er in seinem Gesicht nicht mochte, hinderte ihn daran, die Liebkosungen seines Sohnes völlig ungehemmt zu erwidern. Und er war auf der Hut. Er fürchtete, ihm kalt vorzukommen, denn er hatte ihn sehr lieb, und er war darauf bedacht, lieber des Guten ein bisschen zu viel zu tun, wenn er ihn verwöhnte. Er fragte sich auch, wie er sich bei Frauen fragte, warum küsst er mich wohl so gern? Und er verstand es nicht. So war es um die beiden bestellt, als die Steh-auf-Mama, das war ihr Spitzname für die alte Dame, im Türspalt erschien und den hübschen Anblick, den sie boten, mit ihrem zerzausten Spitzmausgesichtchen belächelte.